Ich liege jetzt hier seit 2,5 Jahren im Zimmer und das ist total krank, aber alles wirklich, also jede Faser meines Körpers schreit Natur. Sie bezeichnen sich selbst als lebende Tote. Betroffene des chronischen Fatigue-Syndroms wie Faraz Fallahi. Licht und Lärm, sämtliche Sinnesreize können zur Tortur werden. Also ich will eigentlich nur, ich würde einfach am liebsten irgendwie ja, einfach die Wiese irgendwie berühren. Und das kann ich halt nicht, weil ich nicht raus kann, wegen dem Licht. Hallo. Hey. Ich würde kurz deine Beinübung mit dir machen. Die myalgische Enzephalomyelitis oder auch chronisches Fatigue-Syndrom, kurz MECFS, bestimmt Pfarrers Leben. Er muss rund um die Uhr betreut werden. Heute übernimmt das sein Bruder. Unterhalten kann sich der 39-Jährige nicht länger als 20 bis 30 Minuten am Stück. Der Rest des Tages ist eine Mischung aus Schlaf- und Dämmerzustand. Selbst Fernsehen und Musik hören ist zu anstrengend. Was bleibt, ist das Smartphone, um ab und zu mit der Außenwelt zu kommunizieren. Da Faraz gerade wach ist, gibt es ein kurzes Zeitfenster für uns, ihn zu begrüßen. Ich könnte noch kurz Hallo sagen. Und dann ja, dann könnt ihr euch noch für 3, 4 Minuten unterhalten. Ist alles gut bei euch? Ja, und bei dir? Ja, ich habe mir heute ein paar Medikamente genommen, bin deswegen etwas fitter. Um 14.25 Uhr ist noch ein bisschen mehr Energie da. Der 39-Jährige hält sich an einen strikten Tagesplan. Jede Überanstrengung kann zu einer dauerhaften Verschlechterung seines Zustandes führen. Bevor wir länger mit ihm sprechen können, muss er sich ausruhen. Seit der Erkrankung hat sich auch das Leben seines Bruders Farsan und seiner Familie komplett verändert. Faraz musste wieder ins Elternhaus in Esslingen bei Stuttgart ziehen, weil seine berufstätige Ehefrau ihn in der gemeinsamen Wohnung nicht durchgehend betreuen kann. Was bleibt, sind Schnappschüsse aus einer anderen Zeit, aus dem Leben vor der Krankheit. Wie immer mit so Erinnerungsfotos. Es ist halt einerseits schön, andererseits einfach auch traurig. Hier, das war unser letzter gemeinsamer Urlaub. Da waren wir zusammen in Ägypten. Faraz, seine Frau, seine beste Freundin und ich haben halt auch immer viel Blödsinn gemacht. Da war er noch einigermaßen fit. Ja. Ist schon komisch, wenn man weiß, dass hinter einem er liegt und er einfach gar nichts von dem hier hört oder mitbekommt, was jetzt hier auch draußen eigentlich losgeht. Also die Helligkeit, die Kinder, die jetzt hier im Hintergrund rumschreien in der Schule, hört er alles nicht. Faraz ist Diplom-Informatiker und träumt von einer großen Familie. Er ist reiselustig, unternehmungsfreudig und immer für Blödeleien zu haben. Doch von einer Grippeinfektion im Jahr 2019 erholt er sich nicht mehr. Schmerzen breiten sich in seinem Körper aus, er wird arbeitsunfähig. Die Ärzte verordnen Bewegung, doch das führt zu sogenannten Crashs. Seine Belastungsgrenze sinkt immer weiter. Irgendwann kann er sich nicht mehr alleine fortbewegen. Schon vor der Pandemie waren schätzungsweise 250.000 Menschen allein in Deutschland betroffen. Dennoch, die Krankheit ist bislang kaum erforscht. Bekannt ist, Virusinfektionen können der Auslöser für MECFS sein, so zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus oder Influenza. In der aktuellen Covid-19-Pandemie zeigt sich, dass auch Long-Covid-Betroffene MECFS entwickeln können. Experten gehen daher von einer deutlichen Zunahme an Betroffenen aus. Mittlerweile ist es kurz vor 3:30. Bald erreicht Faraz sein tägliches Zeitfenster, in dem er etwas mehr Kraft hat und mit uns sprechen kann. Wir drehen das Interview in fast völliger Dunkelheit mit einer lichtempfindlichen Kamera, damit die visuellen Reize so gering wie möglich sind. Aber wie hält man das aus? Das Liegen. Also die ersten Monate konnte ich ja gar nichts. Also da konnte ich wirklich nur von einer Pause bis in die nächste liegen. Ich konnte nicht mal mehr nicht aufs Handy gucken und so. Das hält man nicht aus. Also das ist keine Wahl, die man hat. Also im Kopf wirst du wahnsinnig und das ist etwas, was ich auch von anderen oft höre, mit denen ich spreche, die auch sehr schwer betroffen sind. Eigentlich wünschst du dir, jede Nacht einzuschlafen, aber nicht mehr aufzuwachen. Bisher weiß man, dass MECFS eine oftmals schwer verlaufende neuroimmunologische Multisystemerkrankung ist.
Betroffen sein kann das Gehirn, so entwickelt mancher Patient demenzähnliche Zustände, leidet unter Sprach- und Konzentrationsstörungen. MECFS kann sich aber auch auf das Herz auswirken, zum Beispiel durch Rhythmusstörungen oder Herzrasen. Hinzu kommen kann Atemnot oder Kurzatmigkeit und eine extreme Abgeschlagenheit. Wird eine individuelle Belastungsgrenze überschritten, können sich die Symptome dauerhaft verstärken. Carmen Scheibenbogen leitet in Berlin eine von nur zwei Ambulanzen deutschlandweit, die auf die Krankheit spezialisiert und spätestens seit der Pandemie völlig überrannt sind. Das ist eine Katastrophe, ja, weil damit haben die allermeisten überhaupt keine vernünftige Betreuung. Und das Schlimme ist ja, weil die Erkrankungen auch häufig falsch eingeordnet werden, nehmen auch die Hausärzte das nicht ernst. Die wissen es einfach oft auch nicht besser. Es wird dann also oft als eine psychosomatische Erkrankung oder somatische Belastungsstörung oder auch Depression eingeordnet. Und da gilt ja auch die Empfehlung, dass körperliche Aktivität wichtig ist. Und dann wird das oft auch verkannt, wie schwer die Erkrankung ist. Eine Therapie, die die Krankheit heilt, gibt es bislang nicht. Und somit auch wenig Hoffnung auf Besserung. In ihrer Not versuchen die Betroffenen, sich selbst zu medikamentieren. Oft mit Präparaten, die eigentlich für andere Krankheiten bestimmt sind. Nicht jeder mit der Erkrankung ist so schwer betroffen wie ich. Für die Leute wünsche ich mir einfach, dass es eine Therapie gibt, die die wenigstens ein Stück weit wieder zurück ins Leben holt. Und für mich gibt es den Wechsel zwischen Realität und Hoffnung im Kopf immer. Und in der Realität sehe ich nicht wirklich, dass ich irgendwo hingehe. Mittlerweile kann Faraz kaum noch feste Nahrung zu sich nehmen. Ein Steak, eines seiner Lieblingsgerichte, hat er lange nicht mehr gegessen. Seine 70-jährige Mutter geht mit dem Mixer auf den Balkon. Der Lärm des Gerätes würde Faraz im Nebenzimmer zu sehr belasten. Er hält durch, weil er eine Aufgabe für sich gefunden hat. Zusammen mit weiteren Freiwilligen kämpfen wir aus unseren Betten und Wohnungen heraus, auch um die Politik aufmerksam zu machen. Wir haben nicht mehr viel Zeit und dann wird keiner mehr über Long-Covid reden, keiner mehr über MECFS reden, über Versorgungsstrukturen oder sonst irgendwie was. Und dann werden noch weniger Politiker als jetzt schon keinen Bock drauf haben, noch weniger interessiert sein. Und dann ist der Zug abgefahren. Und deswegen muss jetzt was passieren. Ja, 55. Jetzt müssen wir Schluss machen. Jetzt muss ich Schluss machen, genau. Okay. Sorry.